Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Stellaris und da kommt die schöne Superman-Musik im Hintergrund. Da darf man nicht verwechseln mit der Realität, also mit unserer Realität, denn die sieht ein bisschen anders aus. Fangen wir mal an oben mit den Ereignissen, die ausstehen. Datenkristall der Grunor. Die Koordination einer weiteren ehemaligen Kolonie der Baol. Die Koordinaten einer weiteren ehemaligen Kolonie der Baol konnten aus einem zerstörten Datenkristall der Grunor gewonnen werden. Vielleicht rühmt sich dieser Planet mit einigen der Reichtümer, die die alten Feinde des Baol gesucht haben. Auf zur nächsten Kolonie. The situation log has been amended. Damit ist diese Ausgrabung abgeschlossen. Wo ist es? Vorläufer der Baol. Nee. Wir zentrieren es mal. Marat. Würde ich sagen. Bitte untersuchen. Okay. Hier haben wir jetzt aber echt schon eine ganze Menge abgeschlossen. Da kann man jetzt auch nichts sagen, oder? Also ist wirklich wahr. So. Hier. Unten. Genau, wo die Sternbasis gebaut per Sekunde, dass wir den Planeten uns holen können, wenigstens noch. Und dann gehen wir hier hoch und sammeln dann den Handelswert mit ein. Hier auf der Reichshauptstadt. 6% Kriminalität, aber Kriminalität ist nicht unser Feind. Dieses Mal. Denn wir sind ja immerhin. Nicht zu vergessen, noch ein Verbrechersyndikat. Ja, so schaut's aus. Jetzt überlege ich mir wirklich, ob wir das hier machen sollten. Da kriegen wir Einigkeit, Handelswert und Sozialforschung. 5 Sozialforschung. Wenn wir ein Forschungslabor bauen würden. Okay, kriegen wir von allem halt 12, gell? Dann kriegen wir von allem 12 und wir machen auch tatsächlich eine Forschung. Wir brauchen das. Ohne Forschung sind wir richtig im Eimer. Hier steht unsere Stabilität. Blöd. Die Stabilität ist nicht gut. Wo liegt das Problem? Das Problem kann sein Überfüllung. Nein. Problem kann sein zu wenig Dienstleistungen. Nein. Problem kann sein Kriminalität. Nein. Rückgang von Emigration plus 2. Leute, also wir haben eigentlich alle Voraussetzungen für eine hohe Stabilität. Ich verstehe jetzt gar nicht, warum die da so klein sein sollte. Ist ja fürchterlich. Ja gut, wir müssen halt mal upgraden. Und dazu müssen wir die Aufstiegskammer bauen. Und die bauen wir auch. Ein Jahr, dann reicht es genau zum Aufstiegsritus 2220. Und dann haben wir ein paar Herrscher hier. Stopp. Bis wann wird die Bevölkerung gewachsen sein? In 9 Monaten. Okay, das überlappt sich. Da haben wir 3 Monate Arbeitslosigkeit. Das ist okay. Das ist okay. Okay, und weiter geht's. Ulm. Störfeldgenerator. Ja. Construction venture completed. Die Sternbasis hier ist fertig und da haben wir einen Gesandten frei. Weil der hat den Erstkontakt gemacht. Das war unser Erstkontakt-Gesandte. Wir haben gerade jetzt keinen Erstkontakt mehr ausstehen. Gut. Und dann, was machen wir mit ihm? Er wird vielleicht... Was macht der andere Spionagenetzwerk aufbauen, oder? Ne, der verbessert die Beziehungen. Dann wird er das Spionagenetzwerk aufbauen. Und zwar mit den Hall. Ja. Gut. Infiltrationsstufe 28 von 30. Einsatzmäßig können wir halt auch nicht allzu viel machen.
können Informationen sammeln, das kostet uns so viel Geld, das wir gerade nicht haben momentan. Na gut, gucken wir mal ganz schnell rein in den Schiffsdesigner allgemein, wie es ausschaut. Wenn wir jetzt eine Korvette bauen würden. Mit einem ganz normalen Waffenslot. Was haben wir denn? Nix, wir haben nur Ghostgeschütz, 2 und roter Laser, alles klar. Und unsere Flotte hier, die hat Ghostgeschütz 1 drauf. Können die 5 Schiffe schon verbessern? Können wir machen. Aber wir haben hier keinen. Die müssten oben rudern verbessern. Weil wir hier wirklich nur auf Verteidigung gegangen sind. Und auf nichts anderes, gell? Ja. Auch blöd. Aber Leute, macht es. Verbessert mal. Naja, verbessert. Wann seid ihr dann? 500 Tagen oder was? Ne, 400. Oh Gott. Stopp. Sternbasis bauen. Und Planet bitte. Und kolonisieren. Die Ozeanwelt. Okay. Construction venture completed. Gut, Störsender ist fertig. Jetzt kostet die uns halt wirklich so viel an Unterhalt, gell? Das ist fürchterlich. Naja. A special project is complete. Ehemalige Baukolonie zersplittert. Die Besatzung der USS Irskpatal war anfangs sicher, dass sie bei den Koordinaten der vermeintlichen Baulkolonie im Marat-System einen Triangulationsfehler begangen hatte, da sie bei jenen Koordinaten nur Asteroiden vorfanden, bei denen sie einen fruchtbaren Planeten erwarteten. Eine genauere Untersuchung der Zusammensetzung der Asteroiden hat jedoch gezeigt, dass dies tatsächlich das ist, was von der früheren Baulkolonie noch übrig ist. Der einst üppige Planet wurde durch einen unbekannten Zusammenstoß, der vor etwa 7 Millionen Jahren passiert war, in mehrere tausend felsige Stücke gesprengt. Ablagerungen weisen darauf hin, dass die Grunur eine Rolle im dunklen Schicksal des Planeten spielt. Ein besonders vielversprechender Asteroid wurde für weitere Studien ausgewählt, da er scheinbar eine große Anzahl versteinerter Lebensformen enthält, die den Planeten einst bewohnt hatten. Welch Schande. Vielleicht lernen wir mehr. Gut. Würde ich sagen. Genau, die bewegen sich hier nach oben. Er gräbt archäologische Städte aus. Er gräbt archäologische Städte aus. So. Und so graben wir. Wisst ihr was? Wir lösen die auf. Ist keine Verteidigungsplattform. Wir hoffen einfach drauf, dass wir hier oben gutes Verhältnis zu den Menschen haben. Ja. Gucken wir mal kurz in den Schiffsdesigner rein. Autobestes. Ja, okay. Das ist tatsächlich dann das Beste, was wir zu bieten haben, und das ist nicht viel. Ja. Läuft schon besser. Okay, Wissenschaftler Junak Nick. Bei dem sieht es jetzt besser aus. Ja. Hier wird es langsam schwierig für uns. Aber eine neue Tradition steht uns jetzt hier an. Und wir müssen jetzt wirklich gucken, was wir machen. Was machen wir? Wir müssen kämpfen.
Vorherrschaft. Nicht verkehrt eigentlich. Feuerrate erhöht, ja, das sind schon gute Sachen, wirklich. Das ist gut. Und das hier ist halt, na, auch nicht schlecht, die Ausbreitung, aber bringt uns jetzt nicht weiter. Nein, dann sollten wir wirklich auf die Vorherrschaft gehen. Sternbasenkapazität erhöht und Armeeschaden erhöht. Und dann kommt die Schiffsbauer-Geschichte und das müssen wir machen. Hier sind die Relikte, Leute. Hier sind die Relikte da unten. Relikte gefunden. Perfekt. Also alles klar. Wie können wir die nutzen? Wir können 40 Einfluss erlangen. Okay. An private Sammler verkaufen für 500 Credits. Oh. Wow. Leistungswettbewerb. Die Führungskräfte und Manager konkurrieren darum, dem Unternehmen den größtmöglichen Nutzen zu bringen. Derjenige, der die besten Leistungen erzielt, darf diese Artefakte in seinem neuen größeren Büro ausstellen. Was? Diese Entscheidung muss auf einem Planeten ausgeführt werden. Das erhöht die Produktion von Führungskräften und Managern auf einem unserer Planeten. Dann würde ich das fast sagen, das würden wir dann mal auf Roden Prime machen. Entscheidung. Leistungswettbewerb durchführen. Für 10 Jahre 10% mehr Produktion. Auch gut, oder? Überschüssige Bevölkerung verbannen. Oh. Ist ja auch was richtig Feines. Wir machen es einfach mal, komm, Leute. Wir machen mal den Leistungswettbewerb. Genau, da können wir jetzt aber auch, wenn wir es müssen, an Geld kommen. Ja, was ich gar nicht so verkehrt finde, um ehrlich zu sein. Jetzt kommen wir langsam an unsere Rechtsausbreitungsgrenzen. Und wenn wir dann den Planeten hier kolonisiert haben werden, dann sieht es auch wieder nicht so positiv aus. Gut, jetzt haben wir auch Brünnis gleich geholt für uns. So. Jetzt haben wir hier zwei Konstruktionsschiffe. Na dann. Sechzehn Korvetten hat er da stehen. 16, meine Güte. Gut, dann müssen wir es halt ausgeben. Wir kommen da nicht drum rum, das müssen wir machen. Wir müssen Ulm so stark machen, wie es überhaupt nur sein kann. Und dann müssen wir ihn reinlocken. Und wenn wir ihn reingelockt haben, dann können wir vielleicht mal eventuell drüber nachdenken. 1-1, das ist ja auch nicht dumm. Eventuell mal dran drüber nachdenken, da zu kämpfen. Wir müssen eigentlich die Menschen davon überzeugen, dass die Hall die Gefahr sind. Ja, da würden wir gern Akzeptanz ganz schlecht bei allem. Aber wir verbessern unsere Beziehungen schon. Letzten Monat um 2 plus 2 geändert. Also wir hätten gerne Energy Credits. Dauer in Jahren 10. So 200 Credits und wir geben Nahrung. Geht es eigentlich auch mal anders?
Wegen der feindlichen Haltung. Okay, feindliche Haltung, na dann. Gut. Also jetzt hier momentan, wir haben noch keine Strafe. Mit der Rechtsausbreitung von einem drüber, das macht uns nichts aus. Das ist okay. Und play. Verteidigungsplattform baut. Sehr gut. Construction venture completed. Okay. Passt, wir bauen. Und dann gucken den Handelswert hier oben, den holen wir auch noch nicht. Die beiden Handelswerte holen wir nicht ab. Dann machen wir doch Sikon. Dann gehen wir nach Sikon. Graden da ab. Machen einen Handelsknoten und eine Schiffswerft. Dann haben wir immerhin hier unten auch mal eine Schiffswerft in der Nähe, was nur 2 Sprünge entfernt ist von Ulm. Die Ryan Purifiers, wenn wir mit denen mal uns unterhalten. Wie ist das Gespräch so? Oh je. Also mit denen sieht es auch ganz schlecht aus. In die Halle. Mit denen reden. Da ist auch ganz schlecht. Flottenstärke unbekannt, aber der Rest ist ebenbürtig. Na dann. Mittel beschaffen. Wenn erfolgreich, erhält ein Spionagemittel in diesem Spionagenetz. Schläferzellen vorbereiten. Beendet die Aktivität in diesem Spionagenetzwerk, wodurch der Spionageoffizier anpassungsfähig, okay. Ah, Trappist Prime. Okay, hier sind jetzt 3 aufgestiegen. Jetzt haben wir aber hier keinen Arbeiter mehr. Das sieht man gleich hier an den Energy Credits. Ja, da gehen wir jetzt hier richtig runter, aber dafür haben wir... Wir produzieren Einigkeiten, Dienstleistungen. Wie wäre es denn, genau, wenn wir hier ein bisschen... Ne, da müssen wir die Jobs von Hand mal einstellen. Wenn wir den Nekrophyten... Ah, die können wir zur Arbeit zwingen, quasi. Die könnten wir zur Arbeit zwingen. Okay, das sind Nekrophyten. Gut, dann machen wir es aber mal so. Dann müsste es hier oben wieder besser aussehen eigentlich. Okay, das sind jetzt Nekrophyten geworden. Haben wir hier auch Nekrophyten? Mal gucken. Ja, da haben wir einen Nekrophyten. Genau, diese Nekrophyten. Die werden ja dann abgegradet zu unserem Volk, oder? Verstehe ich das falsch? Ich glaube nicht. Gut, perfekt. Dann haben wir schon... Ja, sind wir doch um einiges stärker geworden jetzt auch. Das ist doch ordentlich. Dann geht mal nach Ulm, meine Lieben. A special project is complete. Weltraumamöben forever.
bei den Weltraumamöben. Dieser Name blieb hängen, weil die Aussprache des ordentlichen xenotaxonomischen Nenners für den durchschnittlichen Rodian zu sperrig ist, handelt es sich um prinzipiell einzelgängerische Tiere. Bis auf die jüngsten Exemplare werden alle Weltraumamöben von quasi unabhängigen Geißeln begleitet. Diese gehen offensichtlich aus der Amöbe hervor und werden durch RNA-gebundene Sekrete dazu gebracht, dem Willen ihres Wirts zu folgen. Diese Geißeln können innerhalb eines beeindruckenden, wenn auch eingeschränkten Radius um den Wirt herum Objekte manipulieren und sogar angreifen. In periodischen Abständen kehren sie dabei zur Reprogrammierung zum Körper der Wirtsamöbe zurück. Es gibt potenzielle militärische Anwendungen in den regenerativen Eigenschaften der dicken Haut der Amöbe oder in den anmutigen Bewegungsmustern ihrer Flagellen. Ausweichen plus 5% oder regeneratives Rumpfgewebe. Ja, gute Frage. Aber Ausweichen plus 5% wird dann immer gelten, oder? Und das regenerative Rumpfgewebe dann? Kommt drauf an, was der Gegner hat. Wir machen diesmal, gehen wir aufs Ausweichen. Und dann wird es 63% ausweichen, okay. So. Dann wirst du mal auflösen, dich. Keine Befehle, genau, oder zustimmen. Auflösen. Hier haben wir, die bauen die beiden, okay. Construction venture completed. Gut, da oben sind wir auch fertig. Er hat keine Befehle. Auflösen. So. Die nächste Ausgrabung. Wir graben hier aus. Landungsteams wurden an der Oberfläche von Ulm 5a geschickt, an die Oberfläche, und konnten einen ersten Blick auf die Welt und ihre windgepeitschten verlassenen Städte werfen. Sie sind alt, verwittert und heruntergekommen, aber größtenteils intakt, ohne Anzeichen von Zerstörung. Von den Einwohnern gibt es keine Spur. Die einzig plausible Theorie ist derzeit, dass irgendeine Art von Massenmigration und Evakuierung stattgefunden hat. Wir müssen noch entscheiden, was eine ganze Spezies dazu zwingen könnte, alles aufzugeben, was sie gebaut und jemals gekannt haben. Grab weiter, okay. Ja, hoffentlich nicht irgendwas Übles, dass wir das Tor zusammen nochmals öffnen. Neuer Kontakt. Okay, sie nennen sich Mirovandia Revengers. Sie behaupten, durch das Belauschen der Kommunikation eines anderen Reichs mit uns in Kontakt gekommen zu sein. Verschlingender Schwarm. Gestaltbewusstsein. Wir spüren die Anwesenheit von Beute. Beute, wisse, dass wir deine Jäger sind. Die Biomasse der Rodian Spezies wird das Wachstum von Mirovandia Revengers antreiben. Wehre dich, wenn du willst, es wird nichts ändern. Oh Gott. Ist ja fein. Wo leben die so? Hier drüben. Bei den Menschen. Ich dachte, wir machen hier normale Kämpfe. Jetzt kämpfen wir nur gegen Roboter und gegen fanatische Säuberer. Und entschlossene Exterminatoren. Moment. Und was sind die Jungs? Wissen wir gar nicht, okay. Mann. Blauer Laser. Sehr gut. Jetzt mal gucken, ob wir vielleicht die einfachen Gefechtsrollen auch gleich erforschen sollen. Fände ich jetzt nicht verkehrt. Mal kurz gucken hier. Rodan Prime, wie sieht's hier aus? Genau, da ist die Forschung jetzt zumindest gebaut. Sehr gut. Hier würden wir mal ein Stadtdistrikt für neue Gebäude bauen. Das war halt früher anders. Das darf man nicht vergessen, dann auch mal ein Stadtdistrikt zu bauen. Und hier, gut, hier haben wir noch Bevölkerung. Bevölkerungskapazitäten. Einiges an Bevölkerungskapazitäten, um ehrlich zu sein. Bauen wir ein Generatordistrikt mal hier hin. Passt schon. Gut. Construction venture completed.
Handelsknoten, bitte. Und Schiffswerft. Hier lassen wir es mal, da machen wir jetzt nichts. Ah, produziert aber 10 Lebensmittel für ein Credit. Und das ist halt, glaube ich, richtig gut. Macht es auch langsam mal Sinn, das zu machen. Das machen wir auch. Ah, ich wollte gerade sagen, wer kommt hier? A study has been completed. Gut, Rumpfstärke der Korvette erhöht, Gott sei Dank. Produktion von Bergbaustationen 10% erhöht. Ist nicht verkehrt. Ist wirklich nicht verkehrt. Und hier, dass wir ein Sternbasismodul Hangar bauen können. Ich glaube sogar, das machen wir als erstes. Na, heimtückische Verschwörung entdeckt. Unsere Agenten in Vereinten Nationen der Erde haben glaubwürdige Gerüchte über einen Komplott gegen uns aufgedeckt. Es scheint, dass die Menschenagenten etwas nachlässig waren, was ihre operative Geheimhaltung angeht. Wir haben noch keine genauen Details über ihren Plan, doch es heißt, es ginge um die Manipulation unserer bestehenden Beziehungen und um die Untergrabung von Vertrauensverarbeitungen unserer gemeinsamen Lebensweise selbst. Oh, ändert sich um 80, aber wir haben mehr Einigkeit. Das Ereignis, in eine Verschwörung verwickelt, tritt in einen Tag ein. Oh nein. Echt jetzt? Leute, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Die intrigieren gegen uns. Und hier haben wir unsere kleine Winzflotte. Ich hatte so gehofft, dass wir die zum Positiven irgendwie bewegen könnten. Was nicht so ist, ja, wir müssen doch gemeinsam kämpfen. Okay, in Roden Prime haben wir einen Bewohner gefressen. Jetzt haben wir einen Nekrophyten, der produziert 5 Dienstleistungen und 2,6 Einigkeit. Ganz ehrlich. Wenn er hier unten wäre, hätte er Dienstleistungen und Handelswert. Okay, gut. Jetzt muss man sich echt neu überlegen, wie man das macht am besten. Mein Generatordistrikt. Pirateriemäßig sieht es noch gut aus. Gut, ja. Winziges Reich nur. Fossiler Biocomputer. Es ist uns gelungen, einige Datenfragmente aus einem besonders gut erhaltenen Bau- und Biocomputer für sich zu extrahieren. Dieses 10 Millionen Jahre alte Relikt scheint pädagogische Informationen zu erhalten, die für noch unreife Mitglieder der Spezies gedacht sind. Diese jungen Baul- oder Sprösslinge waren noch nicht bereit, die gesamte neuronale Verbindung des Schwarmbewusstseins zu erhalten und wurden daher mit Wachstumstechniken, Gartenbau und Ernährung vertraut gemacht. Diese Funde deuten darauf hin, dass die Gesellschaft der Baul Landschaftsgestaltung und Ökosystemmanagement betrieb und stark von diesem für ihr Überleben abhängig waren. Perfekt. Okay, cool. Ich habe einen neuen Plan. Und dieser Plan beinhaltet, mach mal Play, dass wir ein bisschen Geld ausgeben, dass wir vielleicht ein paar Artefakte verkaufen und uns von den Artefakten Legierungen kaufen und von den Legierungen Schiffe bauen. Ja. Nur solange wir nicht wissen, wie der Gegner aufgestellt ist, wäre es ja im Prinzip eigentlich nur sinnvoll, wenn wir ausgeglichen aufstellen, unsere Flotten. Okay, Monarch Tisla, neuer Herrscher. Bewohner, Ressourcenproduktion von Sklaven plus 10%. Jetzt haben wir halt keine Sklaven, oder?
Wüste. Zwei Seiten. Bei näherer Betrachtung scheinen die zertrümmerten Droiden auf der Oberfläche von T-394 von zwei verschiedenen Kulturen zu stammen. Technologisch gesehen müssen die Droiden, als sie noch funktionsfähig waren, gleich stark gewesen sein. Aber es gibt viele subtile Unterschiede, die auf unterschiedliche Designherkünfte hindeuten. Kurios. Gut, Freunde, jedes Volk hat seine Stärke. Und in jedem Spiel gibt es den gewissen Knackpunkt, der da alles verändern kann. Ich glaube, bei uns könnte dieser Knackpunkt tatsächlich unsere hohe Anzahl von Artefakten sein. Ja. Gucken wir uns aber mal den Schiffsdesigner an. Autobest, das ist ja genau. Ausrüstungsversagen. Die archäologische Expedition auf H und so weiter hat Verzögerungen gemeldet, die durch eine Reihe unwahrscheinlicher Ausrüstungsprobleme verursacht wurden. Die Arbeiten wurden vorübergehend angehalten, bis Ersatz beschafft werden kann. Bedauerlich. Minus drei Hinweise. Ach komm. Mann. Okay. Der Ethikswechsel bei Binkabi. Die Lebensweise der primitiven Zemmerpuk. Bei der Lebensweise der primitiven Zemmerpuk ist es zu einem schwerwiegenden Wandel gekommen, seit wir damit begonnen haben, Mitglieder ihrer Spezies überall auf Binkabi aggressiv zu beobachten. Aufgrund ihres Hasses auf unsere Entführungsshuttles sind sie nun extrem misstrauisch gegenüber allem, was sie als fremd betrachten. Gleichzeitig stärkt sie ihre Bande zu ihrer eigenen Kultur und ihrer Spezies. Oh Gott. Echt? Tikon-Zivilisation, Zemmerpuk-Zivilisation. Beindoktrination kostet ja einen ganzen Haufen. Komm, wir beobachten einfach passiv. Meine Lieben. So. Grade mal ab. Und diese Plattform ist um einiges günstiger geworden, aber. Okay. So, nächstes jetzt. Verlorene Expedition. Eure Archäologen sind auf eine verunglückte frühere Expedition gestoßen, als sie T-394 untersucht hatten, die vor langer Zeit umgekommen ist. Mehrere kleinere Artefakte wurden aus ihren vertrockneten Überresten gegraben. 8 Artefakte. Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Das ist unfassbar. Die Artefakte sind richtig wichtig. Das wird uns noch... Und nächstes gibt es ja gar nicht. Die Untersuchung der vermissten Bevölkerung von UN-5A hat einen Durchbruch gebracht. Große, versiegelte Schutztüren, die zu einem tiefen Tunnelnetz führen, belegen, dass die gesamte Spezies irgendwann unter die Oberfläche gezogen ist. Dies belegen ja auch die geologischen und meteorologischen Daten. Der gesamte Planet scheint von einer plötzlich einsetzenden Eiszeit erfasst worden zu sein, die möglicherweise durch eine Verschiebung der axialen Neigung ausgelöst wurde und so die wahrscheinliche Migration ausgelöst hat. Erkundungsteams werden zu diesem Zeitpunkt in die riesigen Tunnelnetze entsandt, grabt weiter. Perfekt. So, Sikon, genau. Genau. Super. Sikon sammelt den Handelswert nämlich ein. Perfekt. Besser geht's ja gar nicht. Dann beweg dich mal dort hoch. Dann haben wir nämlich einen, der sich oben hin bewegt. Oder sollen wir hier unten noch uns hinbewegen? Komm, wir gehen mal dorthin.
Ulm hat eine Stärke von 1,1. Das war die Rechtsausbreitung schon höher. Jetzt wird es schon höher. Gut. Was machen wir hier am besten? Wie sieht es aus mit der Bevölkerung aus? Ja, alles gut. Wir haben auch nicht so viele Jobs. Wir brauchen hier jetzt auch gar keine Aufstiegskammer momentan. Finde ich als unnötig. Ja gut, wenn wir jetzt aber hier was bauen, dann brauchen wir schon eine Aufstiegskammer. Versteht ihr? Ja. Hier könnten wir halt auch auf Lebensmittel gehen. Wir gehen mal auf Lebensmittel. A study has been completed. Und bauen hier auch tatsächlich Hydrokulturfarmen hin. Ja, weil die Lebensmittel werden wir dann, wenn wir genug produzieren, werden wir die verkaufen. So machen wir das. So, jetzt hier planetare Hauptstadt. Da wird es schon interessanter jetzt. Oder 20% mehr. 20% mehr Sozialforschung. Ah, wäre auch wichtig. Ja. Planetare Hauptstadt wäre aber auch wichtig. Wir forschen schneller. Was ist hier los? Da wackelt was. Okay. Anführer von Thor hat eine höhere Stufe erreicht. Stufe 4. Gut. Machen wir mal die Nekrophyten ein bisschen runter. Genau. Und dann haben wir jetzt nämlich mehr Handelswert und Dienstleistungen, und da möchten wir aber dann Mineralien. 19 Credits ist halt heftig, gell? Construction venture completed. Gut, Hydrokultur baut uns jetzt 10 Nahrungsmittel an. Perfekt. Ja, es ist richtig gut, auch wenn nicht einfach. Muss man sagen, es ist nicht einfach hier. Aber funktioniert. Schiffswerft. Bauen wir mal 2 Korvetten. Komm, wir bauen 4 Korvetten. Und dann gucken wir mal. Es ist halt so. Wir haben Glück und Unglück. Wir haben Glück, dass unsere Nachbarn die Halt sind. Und wir haben Unglück, dass unsere Nachbarn die Halt sind. Ja. Beides. Oh nein! Implantatfehlfunktion. Als Teil unserer Beobachtungsbemühungen auf Barlot haben unsere Entführungsteams einige Alvian-Testpersonen Gehirnimplantate eingesetzt, um ihre Bewegung zu verfolgen und ihr Verhalten zu überwachen. Leider gab es bei vielen dieser Implantate aufgrund eines Produktionsfehlers Fehlfunktionen, die nun einen unerwünschten Effekt auf das Verhalten unserer Testpersonen haben. Es hat eine Reihe von Selbstmorden gegeben, sowie mindestens 3 Fälle von gewalttätigen hysterischen Anfällen. Die Besatzung unseres Beobachtungspostens hat um Hilfe dabei gebeten, die überlebenden Testpersonen zusammenzutreiben und ihre Implantate zu entfernen. Das ist nicht unser Problem. Das ist nicht unser Problem. Ah, genau. So.
Establishing a new colony. Gut, jetzt wird es hier oben wieder schlimmer, noch schlimmer. Wir müssen das Verwaltungslimit erhöhen langsam. Mann. So. Wir kaufen immer noch 10 Legierungen momentan. Machen wir mal einen Handel dazu und kaufen. Genau. Was können wir verkaufen? Wir verkaufen Lebensmittel. Oh nein, nicht so viel. 15. So. Ja, die Hall. Sollen wir es schon mal wagen und die Grenzen schließen? Da graden wir erstmal ab jetzt. Our vessels have been reinvigorated. 1-3. Biocomputer-Überreste. Die Entdeckung weiterer Überreste eines uralten Bau- und Biocomputers hat neue Einblicke in die Geschichte dieses plantoiden Schwarmbewusstseins geboten. Die Baul scheinen von einem einzigen Planeten, dessen Standort unbekannt ist, abzustammen und waren ursprünglich Teil einer nicht fühlenden Pflanzenvegetation. Prähistorische Baul waren Klone ihrer Elternpflanzen und entwickelten nach und nach die Fähigkeit des Schwarmbewusstseins, um auf ihrem Heimatplaneten langsam und friedlich zu wachsen. Bemerkenswert. Perfekt. So, jetzt haben wir hier. Na komm, wir machen nochmal eine Verteidigungsplattform. Und dann können wir den mal den Krieg erklären langsam, oder? Dann holen wir unsere Flotten. Die können wir noch nicht zusammenlegen, okay. Was los? Wird verbessert 0%? Ah, jetzt geht's los. Okay. 267, 25. Oh, wir werden langsam immer schwächer. Das ist ja schön. Wir verbessern uns hin zu schwächer. Oh Mann, also die Barlot, wieder ein Ethikwechsel. Bei der Lebensweise der primitiven Albaniern ist es zu einem schwerwiegenden Wandel gekommen, seit wir damit begonnen haben, die aggressiv zu beobachten. Okay. Na gut, also ich glaube, dass unser aggressives Vorgehen ist nicht immer das Beste. Der tiefe Schlummer. Vor tausenden von Jahren sank die Durchschnittstemperatur des Planeten rapide und das meiste Sonnenlicht wurde von Wolken verdunkelt. Um mit dem plötzlich gefrorenen Klima fertig zu werden, zog die Bevölkerung in den Untergrund und musste immer tiefer graben, um der sich zurückziehenden Wärme des Planetenkerns nachzujagen. Da sich die Bevölkerung nicht weiter selbst versorgen konnte, wurde ein Projekt eingeleitet, das die Bevölkerung in einen kryotischen Schlaf versetzte. Dieser würde sie automatisch wecken, sobald die Instrumente wieder ein stabiles Oberflächenklima feststellten. Der Planet erwärmte sich ja schließlich, aber auch dieser Prozess war so plötzlich, dass er die Kryokapseln entkalibrierte und die Schlafenden verbrannte. Oh nein, das ist scheiße. Übrig bleiben Millionen von Hüllen mit verkohlten Knochen, die in stillen Reihen im Dunkeln liegen. Bedauerlich. Feindliche Umgebung anpassen. Ja, feindliche Umgebung anpassung. Oh mein Gott. Können wir das erforschen? Hier, feindliche Umgebung. Okay, plus 5%, immerhin. Plus 5%. Ich finde das jetzt gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Na gut, machen wir erstmal die Sozialforschung.
machen wir die mal fertig. Aber feindliche Umgebunganpassung, also... Kann ich mir Schlimmeres vorstellen, so. Meine Freunde. Halt, wir schließen die Grenzen. Wir gehen hier rüber. Jetzt macht eure beknackten Schiffe weg. So, und jetzt gehen wir mal tatsächlich in die... Na. In den... Ey, wo ist es? Werd verrückt. Irgendwo hier, oder? Richtlinien? Nein. Erlasse? Nein. Gesellschaft. 55 Relikte haben wir. Okay. Wir können mal... Komm, die Überlegenheit verkünden, das machen wir. Und wir verkaufen mal ein paar an private Sammler. Jetzt haben wir nämlich richtig ein bisschen Kohle hier oben. Von dieser Kohle hier kaufen wir mehr Legierungen. Rivalität erklären. Lasst uns diese Scharade beenden. Oh Leute, was für eine Scharade. Leute. Die haben sich wieder ganz, ganz stark. Oh Gott. Dann erklären wir auch die Rivalität, dann nehmen wir wenigstens das mit, gell? Construction venture completed. Vessels have been refitted. Na ja, Leute, aber warum macht ihr sowas? Warum macht ihr sowas? Jetzt wollten wir unten gegen die Hall und die Menschen oben, die sind kein Deut besser. Schlachtfeld. Okay, T-394 scheint nicht nur ein Abladeplatz für kaputte Droiden gewesen sein, es könnte ja auch das Schlachtfeld gewesen sein, auf dem sie zerstört wurden. Die vielen Schichten von Trümmern lassen auf eine Reihe sehr intensiver Kämpfe schließen, die mehr oder weniger in zwei Jahrhunderten ununterbrochen ausgetragen wurden. Warum genau zwei interstellare Mächte so viele Ressourcen aufwenden, um einen massiven Bodenkrieg gegen einen kleinen unscheinbaren Asteroiden zu führen, bleibt eine unbeantwortete Frage, kurios. Trappist, also da sind wir jetzt auf Trappist. Und jetzt brauchen wir die Verwaltungsbüros, ja. Brauchen wir, machen wir auch. Gut, das hier ist jetzt auch geklärt. Verbesserung der Beziehungen, ja. Und Spionagenetz bei den Hall bringt uns auch nicht so viel. Sie haben 16 Schiffe. Und warum haben sie nur diese Flottenstärke hier? Ist ja auch nicht allzu stark, oder? Für 16 Schiffe. Wir haben viel weniger. Wir haben 9 Schiffe. Komisch. Naja. So.
wir haben echt keine Infos. Die relative Verschlüsselung. Jetzt machen wir das anders. Also mit der Spionage kommen wir nicht weiter momentan. Okay. Der ist abgezogen. Wir gehen nicht zu den Rodianern, das sind wir selber. Wir gehen zu den Menschen. So, und verbessern unsere Beziehung. Mit zwei Leuten. Okay. Weil da oben, ich habe keinen Bock da oben auf den Krieg. Gar nicht. Ganz und gar nicht. Das Forschungsschiff werden wir auch auflösen da oben. Gut. Gut, Korvetten sind im Bau. Perfekt. Gehen wir mal nach Ulm. Okay, da fehlen 39, also müssen wir noch einen Monat warten, ist gleich soweit, dann können wir eine weitere Plattform raushauen. Hätte gedacht, dass Ulm so wichtig wird. Noch haben wir keinen Schuss abgegeben. Das Tolle ist halt, wenn wir es schaffen würden, hier einzudringen bei denen, wenn wir erstmal drin sind, dann gehen wir auch nicht mehr raus. Versteht ihr? Dann gehen wir da auch nicht mehr raus. Und das gehört uns auch automatisch dann, weil wir diese Kriegsgründe haben. Wenn wir auf Krieg erklären können, Bedrohung eindämmen. Mhm. Oh, play. Wir müssen sie halt nur dazu kriegen, dass sie uns angreifen. Ich finde es so hart, 140 Tage, bis die ankommen. Ernsthaft. Gucken wir uns mal den Sprung genau an, ob sich unten was bei der voraussichtlichen Ankunft ändert. Nee. Da ändert sich gar nichts. Oh. Einfache Gefechtsrollen. Gott sei Dank. Sehr gut. Jetzt kommt der Horchposten und das ist ein ganz neues. Und Sternfestung. Beides wichtig. Der Horchposten ist ey, richtig wichtig. Und wir machen den Horchposten, was ist das? Da fehlt uns eine Dienstleistung, macht aber noch nichts aus. Ja, und die Planeten sind glücklich, genau. Wie soll es auch anders sein? Minus 116, aber dafür haben wir das Geld ausgegeben. Das ist in Ordnung. Also, schwierig. Da haben wir uns also wirklich nichts Leichtes hier ausgesucht. Das muss man auch mal sagen. Und da könnten wir uns jetzt verbessern, müssten wir wieder nach hinten zu Sikon fliegen.
A study has been completed. Okay, Hangar. Jagdgeschwader, Bombergeschwader. Perfekt, das ist richtig gut. Und hier befehlst du mit 10, wir können einen Zerstörer bauen. Und ist aber die Korvetten günstiger und schneller. Wir machen tatsächlich die standardisierten Korvetten. Ein Datenkristall der Grunur. Es wurde ein Datenkristall der Grunur gefunden, der auf etwa 7 Millionen Jahre zurückzudatieren ist. Der Datenkristall enthält teilweise lesbare militärische Aufzeichnungen, die sich auf die Invasion des Planeten beziehen. Anscheinend erwarten die Grunur ein gewisses Maß an bewaffnetem Widerstand und waren nicht sonderlich beeindruckt von den unglaublich langsamen Bauen. Das Protokoll beschreibt die Leichtigkeit, mit der auf die verspäteten Antworten des Bauern reagiert wurde und dies in einer äußerst abwertenden Art und Weise. Jawohl. Wieder ein Haufen Kohle. Also dann, das ist in Ordnung. Das können wir uns leisten. Das müssen wir uns sogar leisten. Hier jetzt. Ulm. Wisst ihr was? Wir machen hier noch eine Station. Wir graden die auch ab. Wir machen ein Upgrade, das ist in Ordnung. Gut. Warum jetzt genau haben wir Brünnis nicht weiter ausgegraben? Ich habe das Schiff aufgelöst. Keine Befehle. Na dann, mein Freund. Untersuchen wir die Anomalie und dann wird ausgegraben. Und eine neue Tradition, die kommt uns jetzt richtig gelegen. Was brauchen wir? Meisterhafte Schiffsbauer, perfekt. Flocken Logistikkorps, auch super. Und Feuerrate, das Schiff um 10% erhöht, alles gut. Oh Gott. Aber die Baukosten sind reduziert. Führt zu Befehlslimit um 20 erhöht? Jawohl. Das sind alles richtig gute Sachen. Aber hier der große Kampf. Wir möchten hier angegriffen werden. Dann machen wir doch mal die... Erhöhen wir tatsächlich die Feuerrate um 10%, dass wir unsere... Ja, weil das bringt uns dann oben gegen die Menschen Vorteil. Und gegen die anderen Gauner hier. Gut, Stärke 725. Ah, zu wenig. Okay, Leute, nächste Folge. Warten wir nicht länger ab. Da erklären wir dann Krieg. Krieg. Gegen die Hallen. Und dann sollen die zu uns kommen. Dann sollen die halt zu uns kommen. Und ja, wir sind aber noch nicht stark genug, um der ihre Flotte auseinanderzunehmen. Da müssen wir noch. Da müssen wir noch ein bisschen mehr leisten. Vessels have been refitted. Our vessels have been reinvigorated. Ein 7, so das ist mit das Höchste, was wir gerade jetzt hier raushauen können. Besser wird's kaum werden. Ja. Besser wird's kaum werden. 120 Tage, 160, okay. Und dann geht hier rüber. Okay, Leute, das war jetzt wieder eine ruhigere Folge. Wir haben doch uns, wir haben viel gemacht. Uns ausgebreitet, soweit es geht. Okay, neue Kolonie auf, etabliert, sehr gut. Das wollten wir ja. Und hier die Weltraumöben können wir vergessen. Da müssen wir dann tatsächlich gucken,
wie wir das am besten machen. Na, jetzt hier. Die Reichsausbreitung müssen wir in den Griff kriegen. Haben wir nicht hier bei Trappist Verwaltungsbüro, aber da werden die Leute nicht arbeiten, oder? Hier Verwaltungslimit. Dann machen wir das mal anders. Dann machen wir mal Nekrophytenjob runter. Und das auf der maximal höchsten Priorität, okay. Manager dahin macht. Ne, höher geht's nicht. Ha. Na komm, dann machen wir einen Plantal-Außenposten draus. Machen wir tatsächlich draus. Und hier. Da wächst momentan niemand. Das müssen wir uns echt überlegen, wie wir das am besten machen. Und wir müssen die Lebensdings verbessern. Lebensqualität. Ja. Weil ansonsten kommen wir da nicht weiter. Fraktion gegründet. Loyal Citizenry Group. Okay. Na gut, wir haben kein Problem mit Einfluss. Also. Haben wir nicht, auch noch nie gehabt. Wo haben wir hier eine Hydrokultur? Das ist in Ordnung. Und ja, Leute, dieser schwierigen Situation, hören wir jetzt aber ernsthaft wirklich, wirklich auf. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Ciao.